Alles klar, Laila. Wir müssen diesen Vögelchen zeigen, wie man fliegt. Also langsam und ruhig. Wow, Laila, nicht so schnell. Ich mach das schon. Vorsichtig! Autsch. Und groß! Geht es euch allen gut? Ja, alles gut. Und Mensch! Das war nicht der Plan. Und Babyvogel! Laila, ist dein Pokit vielleicht kaputt? Oh nein! Nein, nein, nein! Das darf doch nicht wahr sein! Wir können das bestimmt reparieren. Wir haben alles total unter Kontrolle. Es hat nicht funktioniert. Keine Panik. Großmutters alte Schriftrolle weiß bestimmt, was zu tun ist. Pokit ist zerbrechlich. Pokit ist endlich. Finde Pokit, wo Wasser in der Dämmerung glitzert. Ist das ein Rätsel? Wir werden niemals die Lösung finden. Wasser glitzert. Klar, Funkelbucht! Und groß! Ah, ihr seid pünktlich. Willkommen zurück in Funkelbucht, Polly. Überhaupt nicht gruselig, Gilda. Gilda, mein Pokit ist kaputt. Funkelbucht kann dich mit einem neuen Pokit versorgen. Oh, gut. Pokithöhle. Du kannst die Natur nicht zwingen. Du musst warten. Dein Pokit kommt irgendwann zwischen einem Tag, einem Monat oder 30 Jahren. 30 Jahre? Aber dann bin ich ja uralt. Gilda ist hier die Expertin, Laila. Ich fürchte, wir müssen warten. Danke für die Hilfe, Gilda. Ich kann doch jetzt nicht so lange warten. Du musst nur geduldig sein, Laila. Ja, du willst dich doch nicht mit der Natur von Funkelbucht anlegen. Oder Gilda. Wir könnten uns auf diesen Baum setzen. Da haben wir einen guten Blick auf die Höhle für den Fall, dass dein Pokit auftaucht. Das klingt nach einer tollen Idee, oder, Laila? Hm? Also, das ist gar nicht gut. Das muss sie sein. Und das muss Laila sein. Polly, wir müssen ihr helfen. Das sieht wirklich gefährlich aus. Was denkt Laila sich dabei? Du lenkst die Qualle ab, ich kümmere mich um Laila. Mhm. Übersetze Qualle! Laila, du weißt doch, was Gilda gesagt hat. Du musst Geduld haben. Ich möchte nicht die Einzige ohne Kräfte sein. Hey, Quali? Brave Quali! Und klein! Ah!
machst du sonst so? Sehen wir alle gerade diese furchterregende Qualle? Glaubt mir, mit diesen Dingern wollt ihr nichts zu tun haben. Ich weiß das. Nein, warte! Erzähl mir mehr über deine super interessanten Tentakel. Wir könnten ernsthafte Probleme mit den Funkelbuchtwächtern bekommen. Bist du eine brave Quali? Eine, die uns nicht in Stücke reißt? Polly, ich will nicht ausgegrenzt werden. Ich will auch nützlich sein, genau wie Shani und du. Und zusammen sind wir stärker. Wenn ich meine Kräfte zurückbekomme, sind wir ein besseres Team. Na gut, da hast du wohl recht. Hast du irgendwas Neues mit deinen Armen gemacht? Oder Beinen? Und groß! Das sofort in Ordnung.